Moin moin und herzlich willkommen. Hier am Controller sitzt der Konsol-Viking und wir sind bei Folge 7 Grand Ages Medieval. Und als Kalif von Spanien sehen wir mal zu, dass wir jetzt hier die Insel noch ein bisschen besser besiedeln können. Und wir schnappen uns jetzt hier mal... Nö, hier nicht. Hier ist der Weg kürzer. Wir schnappen uns hier jetzt mal einen neuen Siedler. Und weil es so viel Spaß macht, hier gleich einen hinterher. Hehe. So, gucken wir mal, wann die fertig sind. So, hier haben wir angefangen, Kleidung herzustellen und man ahnt es nicht, funktioniert sogar. Ein bisschen wenig Fell kommt dahin. Das heißt, wir brauchen mehr Fell. So, wie sieht's aus hier in unserem Depot? Kommt ein bisschen wenig Fleisch an und ein bisschen wenig Werkzeug. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir hier kaum Werkzeug machen. Ja. So ist es auch. Ah, und haben bloß noch 16 auf der Uhr. Ist egal. So, und weg sind sie. Das war's hier mit den Moneten schon wieder. Oh, der hier, Lissabon, der ist bestimmt wieder abgefallen. Über was wollen wir sprechen? Ja, du, eigentlich kann er mich mal kreuzweise. Am liebsten würde ich da mit... Oh, der kommt mir... Nee, doch, die waren beide schon. Mal sehen, ob ich das schaffe, hier mich anzusiedeln, hier oben noch. Hier noch eine Stadt hinbauen und hier oben noch. Mal sehen, wie schnell ich das mache, wie schnell ich das hinbekomme. Erstmal werden hier zwei Städtchen hingebaut. Und dazu brauchen wir die Siedler. Kommt mal. Ja, hier fehlen noch Leutchen. Ja, jetzt nicht mehr. So, der ist am Start. Pass mal auf, der ist hier schneller fertig. Ne, denkst du. Der hat noch gar nicht angefangen. Weil da Leute fehlen. Meine Unterhaltskosten. Achso, das war's bis. Ha. So, jetzt fängt ihr auch an. So, der hier unten ist aber fertig. Das klingt gut. So, wie sieht's hier aus? Hier macht er noch Wein. Wein, Honig. Ja, das ist alles ein bisschen albern, ne? Auf dem Weg. Schwierig, schwierig, schwierig. Wollen wir den hier Holz, Salz und noch ein bisschen Fisch machen lassen und Fleisch? Und der hinten kann noch Fell machen. Okay, wir gehen hierher. Auf dem Weg. Schönes Land. Okay.
So, sieht so aus, als ob das jetzt hier gerade mit dem beschlossene Sache ist. So, unseren Bautrupp. Komm, mach mal hier einen Weg nach da. Eine gute Wahl. Und von hier. Eine gute Wahl. Einen Weg nach da. Schon ist der nächste Siedler hier am Start, den wir hier hinschicken können. Also los! So, schnell schon mal angefangen, den Händler zu bauen. Ja, guck, das sieht gut aus. Das klingt gut. Ein schönes Land. Eine gute Wahl. Na, wenn er der Meinung ist, dass das eine gute Wahl ist. Eine gute Wahl. So. Hier kommt da auch noch ein schönes Städtchen hin. Aber das erst später. Erst breiten wir uns hier nach oben aus, dass der hier mir nicht zu sehr in die Quere nach unten kommt. Was ist hier los? Rohstoffe fehlen. Ja, das war mir klar, dass das passiert. So, wir gucken mal nach der Auslastung. Der Händler, der hier, der braucht mehr Karren. Der braucht mehr Karren. Der. Der Schlingel macht immer noch miese. Das kann doch gar nicht sein. So, wir ändern hier so, letzte Stadt löschen. Der dreht hier seine Runden. Die Reise beginnt. So, wollen wir mal sehen. Wäre doch gelacht, wenn der nicht langsam mal Profit macht. So, Fisch. Dann als nächstes Salz und Fleisch.
Und dann könnten wir auch langsam mal hier wieder ein paar Früchte machen. Okay, cool. Erstmal Holz. So, die machen denn was? Fell. Fleisch. Eins kann er noch machen. Können wir uns nachher mit Fisch zuschmeißen. Also Fisch wird billig werden. In der nächsten Zeit. Oder sind eben hier alles Fischfresser, man weiß es nicht genau. Machen wir dann auch noch ein bisschen Fisch. Ist ja egal. So, wie sieht's aus hier mit dem Händler? Hier aus. Hier fehlen noch die Karren. So, wenn ich jetzt hier rauf drücke, mir wird es ganz schlecht. Weil das übersteigt hier unser Budget. Wie sieht's aus hier mit Brot? Komm, mach Brot. So, okidoki, los geht's. Schauen wir mal. Was macht hier unser Händler? Ist gleich fertig. Zack. Hier hin, echt tatsächlich. Na, ist egal, soll er machen. So, kriegen die das dahin? Was meint er? Ist der so fit und. Wir werden mal sehen. Route aktiviert. Was hier passiert. Das ist jetzt mal spannend. So, Bautrupp, komm. Mach mal Straße.
18.000 haben wir. Wir bauen alles aus. Feuer frei. Bauwaren. Der soll hier Bauwaren mitnehmen. Sind zwar sehr, sehr wenig am Start hier. Sehen wir mal gleich. Reicht nicht. 12.000 brauchen wir noch. Los. Na, war ich nicht schnell genug. Zack. Vielleicht hat er auch die Routen ein bisschen schlecht gewählt. Man weiß es nicht genau. Ah, guck mal, der Bautrupp baut. Der ist flink. Wenigstens einer, der was macht. So, wie sieht's hier aus? Guck mal, Salz, 119. Das ist klasse. Bier. Es fehlt aber eindeutig an Bier und hier an Weizen. Wer macht hier noch Weizen? Der Kollege. Der hat hier nur 105. Und der macht hier noch Weizen. Komm mal. Mach mal Weizen. So. Und du wirst mal hier schön mit Fell anfangen. Holz. Also. So, haben wir schon wieder genug gemacht hier. Unglaublich. Wir marschieren. So, gucken wir mal. Trunk in Lyon gelassen. Nicht schlecht. Banditenlager. Jawohl. Ob wir das kriegen? Ah, sieht so aus. So, Banditenlager ist dran. Zack. Banditenlager vernichtet. Santiago de Compostela. Ah, das ist ja cool. Christlicher Pilgerer aus ganz Europa. Ja, nicht schlecht. Ein bisschen Geschichte kriegen wir hier auch noch. Pest ist in Porto. Hier ist nochmal die Holzhütte. Okay, alle Mann. Und los geht's. Wieder nach Madrid. Oh, 166 Kröten. Das heißt... bei Siedler.
schon mal ein paar Karren. Hier den Ausbau. Hier den Ausbau. Hier die Kaserne. Dauert nicht mehr lange. So, was fehlt dir hier? Weizen. Nee. Es fehlt an Metallwaren. Metall. Das bekommen wir hin. Indem wir hier das nochmal richtig krachen lassen. So. Warum machst du hier eigentlich Bier? Warum kann dir hier eigentlich nicht Metall abbauen? Der ist hier an einem Berg. Ja, dafür macht er Kohle. Und hier wollte ich doch eigentlich was anderes machen. Wollen wir den Weizen anbauen lassen, weil er Bier herstellt? Er kriegt bestimmt Weizen hin hier. Ob das so eine gute Idee ist? Ich lasse das erstmal. Ich sehe zu, dass dann nach Madrid genug Metall hinkommt. Sag mal, ich habe da hier einen hingeschickt. Oder ist der Händler so lange unterwegs? Kann auch gar nicht sein. Hände aus den Taschen! Kein Leben dabei. Das ist das Problem. Dabei ist hier genug vorrätig. Was hat hier zu wenig Karren? Oder lässt er das Ganze schon in Cordoba? Hm.
Wir werden sehen. Jedenfalls haben wir hier schon mal wieder einen Siedler am Start. Wir wandern los. Den schicken wir schon mal hierher. Schade. Hier ist mehr Kohle vorkommen. Anstatt Metall. Ein bisschen Metall kriegt er hier noch. Und Fell. Hey, hier. Das klingt gut. Ja, das klingt sehr gut. Tarragona. Schönes Land. Ein super schönes Land. So, was macht hier unser Kollege Bauhof Fritze? Graf. Graf Zahl. Sehr schön. Gleich mal Entwicklungspunkte ausgeben. Und zwar für Tierhaltung Fell. Die halbe Zeit. Sich in Handelsrouten befindet. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So. Pikiniere. Haben wir hier überhaupt Pikiniere? Oder haben wir hier eher... Ne, Berserker haben wir auch nicht. So, Reitschule haben wir auch schon mal. Infrastruktur. Ach komm. Ich will nachher hier Handel 2 und schnell Handel 3 kriegen. Das ist, glaube ich, sehr sinnvoll. Ich brauche noch einen Bautrupp. Dem fehlt Fell. Sieht gut aus. Sieht gut aus. So. Die kannst du auch gleich mal ausbauen. Packen wir es an. So, und jetzt nehmen wir unser Siedler, den wir noch haben. Auf dem Weg. So, und hier haben wir noch einen Händler übrig, das weiß ich. Oh, der bastelt noch einen Karren. So, da ist er. So, der kriegt gleich 10 Karren aufgebrummt hier. So, der kann mal eine Reise beginnen. Hier, zack. Nee, das war verkehrt. Nee, tut mir leid, der muss noch eine Sekunde warten. Wir brauchen erstmal den Siedler.
Also los! Fellfisch. Hier noch Kohle. Ist der zu weit ab? Nö, eigentlich nicht, ne? Komm. Das klingt gut. Na klar klingt das gut. Zack. Ein schönes Land. Barcelona. So, Bautrupp. Straße von hier nach hier. Ein schöner Weg. Und von hier noch nach hier macht er denselben. Passt schon. Hände aus den Taschen. So, und jetzt kann unser Händler nämlich beruhigt von hier nach da, nach da, nach da, nach da. Diese Kreise drehen. Schön ausgeglichen. Route aktiviert. Feuer frei. Und hier können wir anbauen. Auf alle Fälle erstmal Fell. Sag mal, leck ich mir am Arsch, war da nicht auch noch Wein dabei? Ich war der Meinung, da war noch Wein dabei, aber ist egal. Er verfluchte Axt. Dann lass ihn Weizen und Bier machen. Kann man auch gar nicht mehr richtig sehen, was hier noch günstig wäre. Also ich bin der Meinung, hier war noch Wein mit dabei vorhin. Ja, wisst ihr was? Ist mir sowas von egal jetzt. Sollen wir noch Tuch und Wolle machen? Wolle und Tuch? Oder Holz und Lehm. Wir werden sehen, was passiert. So, wollen wir mal gucken. Wir sind bestimmt tierisch überfordert jetzt hier.
Hände aus den Taschen. So, und schwupps bin ich wieder pleite. So, gucken wir mal in unserem Filter. Freie Händler. Haben wir hier noch einen freien Händler? Nö. Alle unterwegs. So, und wir gucken nochmal schnell, ob hier irgendein Händler richtig miese macht. Ja, der zum Beispiel. Meister Lopez noch nicht. Der hier macht noch miese. Komisch. So. Erstmal egal. Wir haben uns hier langsam nach vorne gepirscht. Und wir schnappen uns mal den Speer und schicken den hierher vorsichtshalber mal. Der nimmt die Wasserroute, ist ja schneller. Zack. Ja, der schlägt hier seine Kreise. So, Moneten machen wir auch wieder. So, Bautrupp. Neuer Turm, jawohl. Da bauen wir einen schönen Turm hin. Zack, alles vertickt. Klasse. Von hier kommt auch Werkzeug dahin. Hoffe ich zumindest. Und deswegen werden wir gleich noch allem etwas dahin bauen. Die sind am Rödeln hier. So. Hier fehlt immer noch ein bisschen. Werkzeug an Metallwaren. Aber ist nicht so schlimm. So, und zwar, Mensch, das ist eine Riesenrunde geworden hier diesmal. Ich werde mal an der Stelle wieder speichern. Das war's für die Folge 7, glaube ich. Ich glaube, das ist die Folge 7. Ich würde mich freuen, wenn ich euch in der nächsten Folge wieder begrüßen kann. Bis dahin, Dankeschön fürs Reinklicken. Tschüss, euer Olli.